Das letzte Feld ist dran. Danach ist Feierabend hier. Schluss. Saisonende erreicht. Aber bin ich auch ganz gut fertig geworden. Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit, mich fertig zu machen. Und nachher zum Nachbarn noch einmal fahre. Ist hier ein Graben? Nee, ne? Hier ist kein Graben, nee. Aber wenn es dann zum Nachbarn noch geht. Stügel zurücksetzen hier. So. Guti. Dann mache ich gleich noch mal ein bisschen Maschinenpflege, wenn ich hier fertig bin. Einmal alles sauber machen, noch einmal zu den Kühlchen gucken, ob bei denen alles gut ist soweit. Aber da halt bei der BA, weiß ich nicht, was der Kollege da ersten wollte. Ich habe da keine Arbeiten sehen bis jetzt. War da überhaupt eine? Weiß ich gar nicht. Vielleicht fährt er auch einfach nur so durch die Gegend. Wer weiß. Vielleicht hat er Langeweile. Wie sie auch nett. Das wie sie auch nett. Vielleicht hat er ja auch zu viel Tiet. Möglich ist ja alles, ne? Oh, 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 oh. Der muss ja auch noch Betten rüber. Nämlich das beim Flügen nachher alles mitkriegt. Oder ist er Lu? Vielleicht macht das das hier Flügen. Mal schauen. Das weiß ich auch noch nicht. Das weiß ich auch noch nicht. Aber bei dem großen Schlag hier, ich glaube, das LU hat einen größeren Flug als ich. Mein kleiner Querneland da. So. Hier ist ein bisschen breiter hier bei die Bahn. Sehe ich gerade. Da wird es ein bisschen smaller. Ja, ein Stück rüber. Die wollen schon wieder Gülleballen fahren, die Kollegen vom LU.
Ohr noch draußen gehabt. Das Röhrlein war noch draußen, das Ansaugröhrlein. Willst du mir? Ja? Moin. Sag mal, Moin. was ist mit dir denn los? Wieso? Was ist denn das da hinten? Du lässt ja mehr stehen als alles andere. Wo? Ja, da hinten. Ne, da ist die Spur ein bisschen breiter. Da ist nur die Spur ein bisschen breiter gewesen. Okay, gut. Da fahre ich nochmal lang. Keine Sorge. Naja, naja, gut. Viel Erfolg, ne? Ja. Okay. Ja, oh, so ein kleiner Spalt bleibt, das ist ja nicht so schlimm. Da kriegt man ja auch wieder Aal weg. Dann kommt ja sowieso nichts hin diese Saison. Ne? Ja, sowieso nur Brachland. Letzte Born. Ich bin ja einer Mantaro rumgespielt. Ich muss doch mal eine Sperre reinhauen. Diesmal gehen wir in einen Zug rum hier. Jawohl, ja. Supi. Ja, und dann ein bisschen hier und da ein bisschen Klimskram machen im Winter. Und dann soll zusehen, dass hier Frühjahr wird. Dann soll zusehen, dass Frühjahr wieder wird. Die habe ich ein bisschen spät ausgehoben, eingesetzt. Dort ein bisschen spät ausgehoben, eingesetzt. Gut, das kann man einmal so. Einmal noch mich Sach wegmachen. Hier muss ich auch noch mal. Ja, unten war ein bisschen breiter, ja. So, mal gucken, ob ich hier auch in einen Zug rumkomme.
Ja, das ist schon, das ist nächstes Jahr mit einem Fluch umgearbeitet und dann ist gut. So, Ende mit der Saison. Das war's. Das war's. Saison ist vorbei. Zumindest die Saison so an sich auf dem Feld so richtig. Die ist vorbei. Gehen wir noch nach Haus. Müssen Maschinchen waschen. Fliegen. Und dann erstmal. Wir können hier heute Abend vorbereiten. Nochmal einen Drahtesel überprüfen, ob da noch Luft drauf ist, ob das Luft aufpumpen. Dann muss ich mir noch schicke Sachen anziehen, so ein bisschen. Falls ich sowas überhaupt habe. Muss ich noch schnell einkaufen gehen? Noch eine vernünftige Hose und ein sauberes T-Shirt oder ein vernünftiges T-Shirt. Na, ein T-Shirt nicht, aber. Pullover oder eine Jacke, eine vernünftige. Nur Arbeitsklamotten. Okay, Mann, der Kollege war hier auch schon. Einfach wozu ich hier einen Güllerrührer habe, eigentlich. Ich glaube, der liegt auch nur noch so zum vor sich hin oxidieren rum. Oh, ich habe vergessen, die Rundumleuchte auszumachen. Oh. Ein paar Einsätze hatte die Scheibenegger jetzt schon hinter sich. Einmal grob alles ein bisschen überputzen, sputzen. Ja. Money rundum leuchte ausmachen. So. Das ist das Frontgewicht vom Dings und dann liegt das da noch. Das liegt hier noch. Hey gut, ich brauche es jetzt nicht. Ich brauche es jetzt nicht. Vielleicht müsste ich mir da vielleicht noch mal etwas Schweres kaufen. Vielleicht
so 2 Tonnen oder sowas, so ein Gewicht nochmal für hinten dran, ne? Ich dann nachher den Kalk verladen tun. Im Frühjahr wieder. So ein 2 Tonnen Gewicht oder sowas. Ich glaube, das wäre nochmal angebracht, ne? Ich habe doch den Frontlader, habe ich jetzt dran, ne? Ich glaube, den werde ich auch dran lassen. Könnte ich das irgendwie noch mal wieder weghauen? Ja. Kalk habe ich erstmal hier. Das ist schon mal schick. Ach so. Der Händler wollte ja die Zuckerrüben haben. Wollte abkaufen, hätte er sich. Damit muss ich, da muss ich noch mal mit ihm verhandeln. Da verhandle ich noch mal mit ihm. Ja. Mir schwebt ja schon was vor. Tonne. Ich sag mal so, weiß ich nicht. Weiß ja nicht, was die anderen hier nehmen. Hier so die Händler oder das Zuckerwerk, Zuckerfabrik oder Zuckerwerk, was hier ist noch. Was ich irgendwie vom Vorbeifahren schon mal gesehen habe. Weiß ja nicht, was die so nehmen. Da muss er mir ein besseres Angebot machen, sonst bringe ich das dahin. Muss ich zwar wieder alles verladen, muss ich so auch. Wer kommt, dann holt sich das ab. Aber wenn ich das selber fahre, habe ich einen besseren Überblick, ne? Und kann er mich nachher noch bescheißen, der Hund, der. Ja, mal schauen. Gut. Erstmal fertig machen. Heute Abend noch zum Kollegen. Erstmal duschen und alles.